Der legendäre Warren Buffett hat während der letzten Abwärtswelle an den Aktienmärkten nicht etwa Anteile ge, sondern verkauft. Das sollte für uns ein Signal sein und er hat zudem während der letzten Hauptversammlung am 2. Mai einige sehr, sehr interessante Aussagen getätigt. Also, jeder, der am Aktienmarkt investiert, der überlegt zu kaufen oder zu verkaufen, sollte sich dieses Video bitte ansehen. Los geht's. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. Warren Buffett ist sehr, sehr reich. Er hat einen kongenialen, aber deutlich weniger reichen Partner namens Charlie Munger. Ich glaube, er kommt auf etwa 1,3 Milliarden. Das heißt also, mit seinen, ich glaube, 94 Jahren kommt er schon einigermaßen gut zurecht. Der Mann ist übrigens noch absolut frisch im Kopf. Und deswegen möchte ich am kommenden Dienstag in meinem Podcast über ihn sprechen, denn er hat nicht weniger als den besten Investment-Tipp aller Zeiten gegeben. Also ein bestimmtes Verhalten, wie sich ein jeder Anleger dem Markt gegenüber nähern sollte, solltet ihr euch unbedingt anhören. Wie gesagt, am kommenden Dienstag. Dazu bitte den Podcast abonnieren. Es macht Sinn, das jetzt schon zu tun. Denn morgen wird es einen Podcast geben. Ja, der ist so ein klein wenig außer der Reihe. Der ist exklusiv. Ich mache ihn nämlich zusammen mit meiner Frau. Ich habe wahnsinnig viele Fragen bekommen in den letzten Monaten und Jahren. Da haben wir gesagt, weißt du was, dann machen wir da einmal einen Podcast zusammen. Selbstverständlich wird es also nicht nur darum gehen, wie wir uns kennengelernt haben. Und keine Sorge, der Podcast wird zeitlich nicht komplett überstrapaziert. Es wird unter anderem um die Frage gehen, glaubst du, die Notenbanken werden Aktien kaufen? Würdet ihr jetzt nochmal Kinder in die Welt setzen? Oder auch, ist es möglich, neben dem Beruf als Trader erfolgreich zu sein? Da freue ich mich schon drauf. Ich freue mich auch drauf. Genau, also am besten jetzt den Podcast abonnieren. Hier unter diesem Video erfahrt ihr, wie ihr das machen könnt. Jetzt sprechen wir aber über Warren Buffett. Und letztendlich habt ihr mich auf das Thema gebracht und deswegen möchte ich mich erstmal bedanken bei euch. Ich blende euch das hier mal ein. Das ist ein kleiner Ausschnitt unter dem letzten Video. Und da hat jemand die sehr schlaue Frage gestellt. War es nicht Warren Buffett, der gesagt hat, in der Krise, also dann, wenn das sprichwörtliche Blut die Straßen runterläuft, dann soll man zuschlagen? Und dann hat er ja nicht nur zugeschlagen, er hat sogar das Gegenteil gemacht. Er hat Aktien verkauft. Und darunter gab es eine ganz interessante Information. Also vielen Dank für die Anregung. Tatsächlich sollte man darüber sprechen. Das war noch vor der Hauptversammlung, die vor wenigen Tagen stattgefunden hat. Wir werden gleich auf einige sehr, sehr interessante Aussagen eingehen, die er während dieser, ja, in seiner gewohnten, ehrlichen, offenen Art und Weise, die er während dieser Hauptversammlung, die im Übrigen erstmals nur online stattgefunden hat, also keiner konnte nach Omaha pilgern, um dem Orakel von Omaha dort zuzuhören. Das macht auf jeden Fall Sinn. Unabhängig davon, na, ich würde mich jetzt nicht als Kritiker von Warren Buffett sehen. Wie kann man jemanden, der diesen Legendenstatus erreicht hat, überhaupt kritisieren? Das heißt also, ich bin ein großer Fan von Warren Buffett, ich bin aber kein ganz so großer Fan von seinem Investment-Vehikel Berkshire Hathaway. Ich habe keine Aktien von Berkshire Hathaway, ich hatte auch noch nie langfristig welche. Das liegt allerdings nicht nur daran, dass die Aktie schon seit Jahren den Markt ein klein wenig underperformt. Also, ich zeige es euch hier mal in einem Chart. Zuerst zeige ich euch den Nasdaq in den letzten 5 Jahren. Ist auch ein bisschen unfair, denn der Index ist sehr viel besser gelaufen als alle anderen Indizes, aber auch der S&P 500 ist gut gelaufen. Ja, und jetzt zeige ich euch dazu mal Berkshire Hathaway. Und da seht ihr, das ist eine klare Underperformance und zwar in allen Zeiten. Deswegen habe ich den Zeitraum nicht nur der letzten 12 oder der letzten 3 Monate genommen, da wäre es besonders offensichtlich geworden, sondern der letzten 5 Jahre. Also das Ende dieses Bullenmarktes. Und Berkshire ist in schwachen Phasen schwächer gewesen, sowohl als der S&P 500 als auch der Nasdaq. Und in guten Phasen konnte die Aktie einfach nicht mithalten. Das liegt natürlich an den Beteiligungen, die Warren Buffett eingegangen ist. Und ich möchte jetzt erstmal am Bildschirm zeigen, wie diese Beteiligungen eigentlich aussehen. Einige kennt ihr sicher schon, aber anhand dieses Portfolios wird klar, warum nicht nur ich so meine Probleme haben mit der Aktie. Also schaut es euch bitte mal direkt am Bildschirm an.
So, dann werfen wir mal einen kurzen Blick hier auf das Portfolio von Warren Buffett. Deshalb nur kurz, weil es nicht ganz aktuell ist. Das sind nämlich zum Teil noch die Holdings zum 31. Dezember. Man kann das ganz gut machen hier auf der Seite von CNBC. Die haben eine eigene Unterseite, Investing Buffett Watch. Das ist also dieser Portfolio-Tracker von Berkshire Hathaway. Das ist die Beteiligungsgesellschaft von Warren Buffett. Die ganz neuen Daten liegen also noch nicht vor. Von daher können wir das auch eben überfliegen. Wie CNBC selber schreibt, gibt es hier Anpassungen zu machen. Die wichtigste ist wahrscheinlich, dass Buffett groß auf den Airline-Sektor gesetzt hat, jetzt aber reagiert. Ganz wichtig für jeden Privatanleger. Ich habe beispielsweise auf dem Tradermacher-Kanal ein Video über die größten Fehler gemacht, die man derzeit so tätigen kann. Und einer davon ist Verlustpositionen oder Positionen, bei denen man davon ausgehen kann, so schnell kommen die nicht wieder aus dem Quark, die nicht zu veräußern. Warren Buffett hat das gemacht und zwar ganz klar, weil er glaubt, die Branche wird weiterhin unter Druck sein. Er war im Prinzip an allen großen amerikanischen Airlines beteiligt, American Airlines, Delta, Southwest und United. Eigentlich fehlt nur die Billig-Airline aus den USA, die heißt Kürzel Safe, Spirit Airlines. An der war er aber gar nicht beteiligt. So, dann noch einige Anpassungen und als kleiner Hinweis vielleicht hier, weil die Aktie relativ häufig nachgefragt wird, Occidental Petroleum, massiv unter Druck. Die hat er übrigens während dieser Hauptversammlung am 2. Mai, wo er auch verkündet hat, dass er hier aus den Airlines aussteigt, auch ganz kurz angesprochen. Ja? Und ich habe sie ja auch schon in mehreren Videos angesprochen, schlicht und einfach, weil ganz, ganz viele dachten, naja, wenn Warren Buffett Occidental bei $60 kauft, da war der Ölpreis übrigens auch noch bei $60, dann muss es doch bei $10, $15, $20 das Geschäft schlechthin sein, diese Aktie zu kaufen. Wo finden wir sie hier unten? Ich glaube, in der Liste müsste sie noch sein. Er hat sie nicht verkauft. Hier sind sie. Ja, 4%, einiges investiert und er hat sich nur ganz kurz dazu geäußert und hat gesagt, die Aktie ist einfach kein Geschäft zurzeit. Also, er hat vermutlich die Hoffnung, dass es hier nochmal eine Erholung gibt, aber er hat gesagt, es war eine Spekulation auf eine Fortsetzung der aktuellen Lage. Da ging er von Preisen zu 60 oder 50 US-Dollar im Öl aus. Und jetzt ist es kein Geschäft. Mit anderen Worten, es ist eine Fehlentscheidung. Bei $20 würde er sich nicht an Ölaktien beteiligen. Ganz klare Aussage. Wir müssen es anschauen. Das ist das Portfolio von Warren Buffett. Und ja, ich habe es schon angedeutet. Für mich ist das zu banken- und versicherungslastig. Und insbesondere an den Deals, die Warren Buffett mit eingefädelt hat, hält er auch wirklich lange fest, wie zum Beispiel an Kraft Heinz. Ja, die Aktie ist ja massiv unter Druck geraten. Ich blende hier nochmal den Chart ein. Und im Übrigen ist die Aktie immer noch nicht günstig. Das ist ja letztendlich das Entscheidende. Eine Aktie kann ja durch einen Kursverfall günstig werden oder eben nicht. Und in dem Fall ist sie aufgrund dieser enormen Summen, die sie ausgegeben hat für die Übernahme, sie ist immer noch nicht günstig. Ja, vielleicht erholt sie sich, aber Warren Buffett hält halt sehr, sehr lange dran fest. Das ist sicherlich bei Aktien wie Coca-Cola in Ordnung. Aber wenn man sich das so anschaut, hier General Motors drin, es ist Geschmackssache. Ja, es ist viel, in Anführungszeichen, Old Industry. Es ist sehr viel Banken und Versicherung. Das ist sicherlich die Stärke, die Expertise von Warren Buffett schlechthin. Da hat er sehr, sehr häufig auch gegen den Strom auf die richtigen Unternehmen gesetzt. Der Vorteil der ganzen Bank of Americas, der Wells Fargos, der Moody's, der JP Morgans und, der Vorteil ist, sie alle schütten Dividenden aus. Und Warren Buffett hatte schon mehrfach gesagt, er ist ein großer Fan von einem Steady Cashflow. So, und wer das mag, der kann sicherlich auch auf Berkshire Hathaway setzen. Für mich ist es, wie gesagt, nichts, insbesondere weil diese Strategie, dieser Schwenk dann zu sagen, okay, ich bin halt in General Motors, ich bin in US Bancorp und investiert, aber letztendlich werden die bei einem Strategietreffen schon festgestellt haben, tja, Technologie zieht da links und rechts an uns vorbei, okay, dann machen wir eben Apple. Ja, als hätten sie gesagt, dann nehmen wir eben die Aktie, die alle kennen,
zu dem Zeitpunkt die Aktie mit der höchsten Marktkapitalisierung. Und dann beteiligen wir uns mal auch gleich mit einem Viertel unseres gesamten börsennotierten Portfolios daran. Also, ja, es fällt natürlich schwer, Warren Buffett angesichts seiner Erfolge zu kritisieren. Aber für mich ist das kein Portfolio, welches ich persönlich aufbauen würde. Und deswegen beteilige ich mich auch nicht daran. Ansonsten sind die großen Positionen all diejenigen, die wir auch schon kennen. Und ganz interessant vielleicht für denjenigen, der sich das ein bisschen näher oder diejenige, die sich das ein bisschen näher ansehen möchte. Man kann sich das auch sortieren lassen nach der Beteiligungsgröße. Also er ist mit rund 26,7%. Damit hat er auch die Stimmenmehrheit bei Kraft Heinz. Ja, ein Drittel bei Davita und so weiter. Also kann man sich hier auch auf diese Art und Weise anzeigen lassen. Aber wie gesagt, die Daten sind nicht mehr ganz aktuell. So, auch wenn Berkshire Hathaway als Investment für mich nicht so interessant ist, höre ich natürlich auf die Dinge, die Warren Buffett sagt. Denn er hat durchaus eine Einstellung zum Markt. Man muss bei ihm das so ein klein wenig immer aus den Zeilen herauslesen, weil er nie sagt, ich glaube, der Markt wird jetzt steigen, der Markt wird jetzt fallen. Aber man kann anhand seiner Aussagen durchaus ablesen, was er für einen Standpunkt einnimmt. Und was wir auch anhand seiner Aussagen klären können, ist die Frage, warum hat er denn nun nicht gekauft, sondern verkauft? So, ich mir das jetzt alles rausschreibe, erlaubt ihr mir bitte, dass ich das einmal direkt, ja, das sind die Aussagen, die er während der Hauptversammlung am 2. Mai getätigt habe, dass ich das einmal hier direkt rauslese. So, Warren Buffett verkauft sämtliche Airline-Aktien, haben wir schon besprochen. Und jetzt ist eine gute, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Warren Buffett war ja immer so als der Dealmaker bekannt. Er beschreibt aber auch, wieso diese Phase jetzt gerade für ihn so schwierig ist. Er nennt sie nicht schwierig, dazu ist er zu optimistisch. Aber er sagt, aktuell ist eine sehr gute Zeit, um sich Geld zu leihen. Was auch bedeutet, dass es eine weniger gute Zeit ist, um Geld zu verleihen. Und das ist der ganz große Unterschied. Mitten in der Finanzkrise im Jahr 2008 hat er richtig gute Deals gemacht. Er hat Goldman-Aktien plus Optionen bekommen. Nicht nur die, er hat mehreren amerikanischen Banken geholfen. Zu dem Zeitpunkt hatten wir aber eine Kreditklemme. Das heißt also, den Unternehmen war es kaum möglich, bei den Banken, die ihrerseits unter Wasser waren, Kredite zu bekommen. Jetzt haben wir ja genau das Gegenteil. Die Notenbanken haben ja jetzt nicht langsam reagiert, sondern reagieren extrem schnell. Es wird praktisch unbegrenzt Kapital zur Verfügung gestellt. Und wenn man das, und im Übrigen auch genutzt, ja, viele, viele Unternehmen haben eine höhere Anleihetätigkeit in den letzten Wochen gezeigt als in dem ganzen Jahr davor. Das heißt also, sie haben sich unglaublich viel Geld am Markt besorgt und die Fed hat diese Anleihen gekauft. So einfach ist das. Zumal die Fed ja auch noch ihre Ansprüche an das Rating runtergefahren hat. Also mittlerweile kauft die Fed sogar Ramschanleihen. Das ist natürlich ein bedenklicher Vorgang, aber genau der macht es für Warren Buffett natürlich unmöglich, nahezu unmöglich, irgendwelche Deals einzufädeln. Ja, wenn ich zu marktüblichen Zinsen, also ich muss gar keine großen Aufschläge bezahlen, trotz des Risikos meine Anleihen loswerde, weil sie die Fed kauft, ja, welche Verhandlungsposition sollte Warren Buffett dann noch haben? Wenn er sagt, guck mal, ich habe hier Geld für dich, dann sagen die, ja, ist ja schön, wir brauchen aber kein Geld. Wir können uns im Markt ganz leicht verschulden. Und das ist natürlich ein Problem. Und in dem Umfeld kann Warren Buffett dann auch nicht tätig werden. Oder wie er es selbst sagt, wir sind in der aktuellen Krise nicht als Kreditgeber der letzten Instanz, so hat er es genannt, tätig geworden, weil es keine attraktiven Deals gab. Die Fed hat viel Liquidität in die Märkte gepumpt. Es wird jetzt viel Geld zu Zinssätzen verliehen, zu denen wir nichts verleihen würden. Ziemlich klare Aussage und ziemlich bedenkliche Aussage. Dann kommt ein typischer Warren Buffett, aber man achte auf die Jahreszahlen. Wer heute Aktien kauft, und damit meint er dann Pauschalaktien kauft. Warren Buffett hat schon immer gesagt, mit einem diversifizierten Portfolio aus den Aktien, die er in dem Fall für richtig hält, kann man den Markt immer schlagen und immer eine Rendite erzielen. Wenn er von Aktien im Allgemeinen spricht, dann meint er quasi den ETF-Käufer. Und er sagt, wer heute Aktien kauft, wird auf Sicht von 20 oder 30 Jahren ein gutes Geschäft machen. Aber ich weiß nicht, ob das auf Sicht von 2 oder 3 Jahren gilt. Das ist aus Buffetts Sicht, und das interpretiere ich jetzt selbstverständlich, schon ein ganz schön bedenklicher Ausspruch. Denn normalerweise ist er Berufsoptimist und er nimmt quasi auch nie ein Timing vor. Er sagt, es gibt nur
das richtige Unternehmen zu einem günstigen Kurs. Wann du kaufst, in welcher Marktphase, ist eigentlich völlig egal. Und letztendlich hat er natürlich recht damit. So, es gibt einige Industrien, die durch die Shutdowns wirklich getroffen werden, und die Airlines gehören dazu. Ich weiß nicht, ob die Menschen in 3 oder 4 Jahren so viel fliegen werden, wie sie letztes Jahr geflogen sind. Aber das Airline-Geschäft ist für mich weit schlechter zu durchschauen als zuvor. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass praktisch alle Airlines bald Staatshilfen brauchen werden. Ich denke, da werden wir uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wir haben im ersten Quartal Aktien für 4 Milliarden Dollar gekauft und für 2 Milliarden Dollar verkauft. Im April haben wir für 426 Millionen Dollar gekauft und für 6,5 Milliarden verkauft. Also unter dem Strich ein starker Verkaufsüberhang. Handelt sich im Übrigen wesentlich um die Airlines, sonst kaum Positionen aufgelöst. Der Markt für Staatsanleihen war im März ausgetrocknet. Zum Glück hat die Fed eingegriffen. Tatsächlich ist das ja auch ihre originäre Aufgabe. Man sollte viel eher darüber nachdenken. In allen anderen Phasen ist sie viel zu aktiv. Ja, in dem Moment, wo der Markt zusammenbricht, ja, ob jetzt Anleihekäufe gerechtfertigt sind oder beziehungsweise verfassungswidrig oder nicht, haben wir ja in Deutschland gerade geklärt. Aber diese Aufgabe würde ich einer Notenbank auch zugestehen. Dass sie permanent den Markt finanziert, ist sicherlich die Grundlage dafür, dass es überhaupt erst Zombie-Unternehmen geben kann. Das ist eben schwer. Ja, da muss eventuell auch eine Regierung eingreifen, ist ein anderes Thema, aber eine Fed kann ja immer nur pauschal stellen. Ihr erinnert euch, the Fed is lending, not spending. Dann sagt Buffett, auch das kann man als Rat verstehen, wir werden immer genug Cash in der Hinterhand behalten. Und er sagt auch, es ist eine sehr dumme Idee, dass man glaubt, nur weil sich ein Aktienkurs von Minute zu Minute bewegt, dass man auch von Minute zu Minute eine Meinung dazu haben müsste, was der Kurs machen wird. Das brachte mir Benjamin Graham bei. Aktien sind Anteile im Unternehmen und so sollte man sie auch betrachten. Es wäre absurd, wenn man für eine Farm jede Minute einen anderen Wert aufrufen würde, so wie man es bei Aktien von General Motors tut. Der Wert einer Farm bemisst sich daran, was die Farm produzieren wird. Und das ist auch so bei Unternehmen. Der Markt ist dazu da, einen zu dienen, nicht um ihm zu folgen. Ja, und abschließend vielleicht noch der Hinweis von ihm. Er ist Patriot, keine Frage. Ja, 50 Milliarden Dollar Verlust, könnten wir auch noch drüber sprechen. Aber das ist eigentlich nicht entscheidend. Er sagt, never bet against the USA. Also wette niemals gegen die USA. Das ist allerdings auch nicht ganz neu, dass ja, das entspricht letztendlich auch seinem Selbstverständnis. Und es war in der Vergangenheit auch richtig. Gegen die USA zu wetten war fast immer eine relativ schlechte Idee. Also soweit zu Warren Buffett. Was sollen wir als Fazit sagen? Ich bleibe letztendlich bei dem, was ich auch schon in vorangegangenen Videos gesagt habe, im Prinzip von der ersten Stunde an. Für mich ist Berkshire Hathaway keine so interessante Beteiligung, schlicht und einfach, weil ich die Art der Beteiligung, zumindest überwiegend, nicht mag. Viel an Industrien, die ja einen starken Cashflow produzieren, und ich möchte diese Strategie auch nicht grundsätzlich anzweifeln. Schließlich hat Warren Buffett damit sehr viel Erfolg gehabt. Aber für mich sieht ein Portfolio, welches aus Sicht der nächsten 5 bis 10 Jahre gut performen soll, nun mal anders aus als ein Portfolio, was in den letzten 10 schon nicht mehr, aber in der Zeit davor gut performt hat. Und das muss man, ganz ehrlich, wenn ich mal Mitte oder Ende 80 bin, dann habe ich überhaupt keine Lust mehr, an meinen Prinzipien zu rütteln. Werde ich dann auch nicht machen. Die beiden, Buffett und auch Munger, sind im Kopf top fit. Dass die aber jetzt nochmal ihre Investmentstrategien von heute auf morgen umstellen, das darf man nicht erwarten. Und das muss man einfach wissen, wenn man die Aktie kaufen möchte. Und damit abschließend nochmal der Hinweis auf den morgigen Podcast, den wir jetzt gleich aufnehmen werden. Ich bin schon ganz gespannt. Ja. Und auf den nächsten Dienstag, wo es dann um den besten Investment-Tipp aller Zeiten geht von Charlie Munger. Ich kann es nur ganz fett unterstreichen. Also hört es euch an, hier unter dem Kanal könnt ihr euch das Ganze holen. Ist auf allen Plattformen zu haben. Und wenn jemand gar nicht weiß, wie komme ich zu diesem Podcast, dann ist der einfachste Weg einfach Erichsen Podcast einzugeben. Dann kommt man nämlich per Google-Suche praktisch auf die Plattform, die für einen geeignet ist. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch. Macht's gut, bis dann und ciao.